Fuck. Okay. Warte, brennt der zu Hause ab? Ist aber nicht nett. Okay. Das ist aber geht lang. So. Wenn das alles aus Pappe, ne? Das brennt wie Zunder hier. Geht's lang? Hä? Hallo? Ah, okay. Na, speichern. Ach, die andere Seite vom Spiegel. Ah, cool. Wow, fuck. Irgendwas hat uns gerade getroffen. Hä, wo müssen wir denn lang? Nein, Mona! Fuck. Aber wo zum Teufel geht's lang? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Nicht jedes Mal an derselben Stelle so viel Damage nehmen hier. Soll ich einfach hier lang? Ja, wäre zu schön gewesen. Soll ich vielleicht doch hier lang? Okay. Ich glaube auch, liebe Pappfigur. Hey, Mona. Hallo? What? Nehmen wir umdekorieren hier. Aber wo geht's jetzt lang? Ein neuer Weg, also muss ja irgendwo hier vorbei. Das ist doch mal ein Plan, oder? Würde ich immer so behaupten. Was? Schön. Muss das jetzt ausprobieren? Ah, schade, da passiert irgendwas Besonderes. Wie Leute, unglaublich. Bevor wieder da. So. Wir kommen auf jeden Fall nicht hoch. Wir die kaputt machen. Nein. Okay, dann suchen wir mal einen anderen Weg. Address unknown. Little Pappkisten, oder? Oder keine richtigen Kisten. Ich glaube nicht, dass der Kasten so wackeln soll, ja. Erscheint mir jetzt nicht so sinnvoll, ehrlich gesagt. So, gucken. Physik Engine so kann. Oh, ganz schick.
So, jetzt kommen wir auf jeden Fall hier hoch. Ach, hier oben hat der Feuermelder nicht funktioniert, oder was? Das ist ja Brandschutz allererster... Hatte wenigstens Tage komische Existenz mit einem Knopfdruck beendet. Autsch. Armer Kerl. Armer Bastard. Na, war bloß ein Winnie. Oh, da kam ein Schuh. Ganz kurz, ganz kurz. Eine Sekunde weiter. Ah, jetzt. So, aber wo ist der gute Max? Och, ja. Max, scheiße. Sie fand mich, wo Vlad mich zurückgelassen hatte. In einer Blutlache auf ihrem Fußboden. Max, komm schon. Zeit aufzuwachen. Der Tod ist unausweichlich. Die Angst lässt uns auf Nummer sicher gehen. Blockt Emotionen ab. Das Spiel kann man nicht gewinnen. Ohne Leidenschaft ist man bereits tot. Max. Alles eine Frage der Sichtweise. Gebunden an Zeit und Raum, Liebe und Freundschaft. Leben und Tod. Vlad hatte mich mit vorgehaltener Waffe zu Monas Apartment geführt. Hab's ihm Wodka und bei Vini immer knapp verfehlt. Alle guten Dinge sind drei. Den hier kriegen wir da nicht drauf. Der Kopf ist zu groß für die Tür. Lasst Vini in der Geisterbahn. Da gehört er hin. Ich komme in einer Minute zu ihm. Ironisch, nicht wahr? Was denn? Dass sie sich in den Killer verliebten, der für den Mann arbeitet, der ihre Familie töten ließ. Liebe ist blind. Alles ist subjektiv. Entscheidung, Antworten, gut und böse. Woden schickte dem Staatsanwalt die Projekt Valhalla-Akte, um ihn zu verschrecken. Ihre Familie hat den Preis gezahlt. Mona ist wie ich, nur auf der anderen Seite. Sie tötet die mit mir verbündeten Mitglieder des Bundes. Wie witzig. Ich hasse es, das zu tun. Aber sie wissen ja, wie sie sind. Sie würden nie aufgeben. Nein, das werden wir nicht. Zeit ist für den Betrachter relativ. Wenn man in den Lauf einer Pistole blickt, verlangsamt sich die Zeit. Das ganze Leben spult sich ab. Narben und gebrochene Herzen. In diesen Sekundenbruchteilen kann man ein ganzes Leben leben. Nebenbei, ein Gentleman nimmt Beleidigungen seiner Lady nicht hin. Sie haben Winterson getötet. Max. Im Traum war ich ein unsichtbarer Geist. Ich schwebte außerhalb meines Körpers. Detective Payne, der Boss ist schon hier. Er wartet drinnen auf Sie. Ich hoffe mal, Sie haben noch nicht gegessen. Das sieht ganz schön übel aus da drin. Verbrechen aus Leidenschaft. Der Fall ist Ihrer, Payne. Sie sind der Einzige, der ihn löst. Eine Kugel im Kopf. Der Killer sucht nach Antworten. Aber er sucht an der falschen Stelle. Er sollte sie in seinem eigenen Kopf suchen. Der Verdächtige ist bereit für die Gegenüberstellung. Beeilung, Payne. Sonst verpassen Sie ihn. Oh. Sein Herz ist gebrochen. Verdammt, wir verlieren ihn. Geben Sie ihm Hoffnung. 6 Milligramm. Laden. 6 Milligramm Hoffnung. Bereit. Nichts. Noch einmal. 300. Laden. Avura. Komm, Sie schaffen das. Bereit. Nichts. Avura. 350. Laden. Ist das nicht unser Schreibtisch? Bereit. Immer noch nichts. Er ist tot. Zeitpunkt des Todes. 2:30 Uhr. Was? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wach auf, du bist in einem Computerspiel. Okay, das ist echt gut. Das ist ja mal ein nettes Easter Egg. Okay, wo müssen wir jetzt hin? NYPD, Waffe fallen lassen. Was willst du tun, Kumpel?
man genau hinguckt, machen wir uns alle für etwas schuldig. Was? She has dialed hierher, what? Fallen Angels? Ein Cleaner! Das Fleisch gefallene Engel. Sehen, dass wie Vlad Vincent getötet hat. Und angesichts ihres augenblicklichen Aufzugs drehen sich alle Fragen um ihre Lieblingsserie. Okay. Bereit? Die erste Frage. Wie ist der Name des großen Bösewichts in Captain Baseball Bad Boy? Maxwell Stamon! Einfach! Gut gemacht, Vincent. Und jetzt, wie versprochen. Glückwunsch. Die halbe Bombe ist vor. Okay, cool. Noch eine richtige Antwort und Sie können nach Hause. Okay, das schaffe ich. Wie lautet die Frage? Wer ist der eigentliche Schöpfer von Maxwell's Dämon? Dr. Entropy natürlich. Was meinen Sie? In Wirklichkeit, der Autor der Serie, Sally Waters. Beeindruckend, Vincent. Was? Maxwell's Dämon wurde von James Clark Maxwell geschaffen, einem britischen Arzt des 19. Jahrhunderts. Das ist unfair, oh Mann! Sie müssen mir noch eine Chance geben! Winnie! Das würde ich gerne, aber Regeln sind Regeln. Nein! Achso, jetzt haben wir den Kopf vorher schon abgeschossen, naja gut. Normalerweise wäre der Kopf weggeflogen. Aber echt cool gemacht, ja. 303? Wir haben doch unter 304 gewohnt, oder? War das nicht so? Hallo? 304. Wir wären ein großartiges Paar. Ich der König, Sie meine Königin. Träum weiter. Du bist nichts als ein einarmiger Bandit. Wie vor Vlad. Okay, ich bin mir nicht sicher, welchen Teil des Spiels wir jetzt gerade gesehen haben. Hübsche Fußmatte übrigens. Türmatte, besser gesagt. Schon wieder 304. Vielleicht falsch? Jetzt auf jeden Fall woanders hin. Ich darf mal wieder in. Ah, okay. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Was? Ah, ein Spiel. Ich dachte gerade, das wäre wieder der Traum-Max. Das war er gar nicht. 301. Max, komm schon. Zeit aufzuwachen. Das
Das wird nichts helfen. Die Kugel in meinem Kopf hat mich zu dir geführt. Mona Sack. Max, komm schon. Zeit aufzuwachen. Sie war wunderschön. Ich hasste sie dafür, dass ich so fühlte. Jetzt, da wir zusammen waren, wollte ich keine Antworten von ihr hören. Bist du aber ich? Vlad war unterwegs zu Woodens Anwesen. Sei nicht dumm. In deinem Zustand gehst du nirgendwo hin. Du wirst sterben. Ist mir egal. Das ist nicht dein Kampf, Max. Noch kannst du gehen. Na, das glaubst du selber nicht. Ich verdiente nicht, davon zu kommen. Es gibt kein Happy End. Du kommst mit mir. Es war zu spät. Ich konnte ihr nicht trauen. Nicht bevor das hier erledigt war. Vlad hatte recht. Es gibt keine Wahl. Nichts aus einer geraden Linie. Die Illusion kommt hinterher, wenn man sich fragt, warum ich und was wäre wenn. Im Rückblick sieht man die Abzweigung wie bei einem Bonsai-Baum oder einem Blitz. Hätte man etwas anders gemacht, wäre man es nicht selbst. Jemand anders würde zurückblicken und eine andere Reihe von Fragen stellen. Showtime. Ich gehe zuerst runter. Gib mir von hier aus Deckung. Da! Alarm! Sie sind hier! Verdammt! Okay, okay, ich speichere mal ganz kurz. Und dann muss ich nämlich mal ganz fix umschalten. Und dann mal ganz fix schauen, ob wir genug Platz auf der Aufnahmeplatte ist. Sieht gut aus. Zack. Zack. Muss jetzt gleich ein bisschen was in Muni besorgen. Hä? Was? Max, ich gehe rein. Hä? Verdammt! Ich bin gerade verwirrt. Okay, okay. Warte. Ich lade nochmal. Ich war gerade von der Steam-Nachricht ein bisschen verwirrt. War ein bisschen zusammengerissen, habe ich so das Gefühl. Dann erledigt. Ich hab sie. Was? Max, ich gehe rein. Verdammt. Ah, dass die Frau einfach nicht hören kann. Warte doch auf uns. Und diesmal wird Vlad nicht davon kommen. Das kann ich euch versprechen, Leute. Dafür werde ich sorgen. Jemand? Wow. Was? Ach komm schon. Oh. Scheiße. Hä? Achso. Ich dachte, wir sind jetzt schon wieder tot. Wo sind die ganzen Leute, die... die von hier gekommen waren? Die sind schon tot irgendwie. Okay. Was, Feigling? Du spinnst wo? Speichern?
Mal noch ein bisschen Muni kriegen hier. Ach, diesmal ist das explodiert hier. Was uns die Runde davor getötet hat. Ah, ich verstehe. Können wir nicht anmachen? So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir noch was finden. Hier war doch so ein Haufen Muni. Jetzt weg? Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Er kommt! Jag es hoch! Jag sofort in die Luft! Nein, mach's nicht! Was? Ja, mach ich. Was war das denn jetzt? Warum tun die sowas? Ich dachte, er spielt uns wieder Titelthemen vor. Schade. Es erinnert mich irgendwie so von der Aufmache her extrem. So vom Stil her an das Ende von Mafia. In dem Museum. Okay. Was soll ich wiederholen? Ach Mona, Entschuldigung. Mona, ich helfe dir. Wo denn noch? Ach Mona. Nein, bleib da. Ich nehme die erste Etage, du die zweite. Okay. Ich frage mich, ob ich... Achtung! Uh-oh! Fuck! Mit Entdeckung! Scheiße! Mona, Baby, du gehst die zweite, na, ich die erste und dann sagen wir, treffen wir uns irgendwo. Okay. Und mal speichern wäre vielleicht eine Idee. Lots of Ladies. So, ist er jetzt tot oder nicht? Okay, ist er jetzt tot? Und was macht die Mutter? Das müssen wir jetzt unbedingt erfahren. Ich bin ruhig. Geht los. Ich floh in die dunkle Nacht. Hinter mir in der Dunkelheit brannte das Herrenhaus lichterloh wie Neros Rom. My Lord Valentine hatte mich gelehrt, wer ich war. Er zeigte mir das Leben, die Bedeutung, eine Lady zu sein. Er zeigte mir die Welt außerhalb des entlegenen Gartens meiner Kindheit. Aber der ist doch tot, oder? Er gab mir den Samen, der zu meinem größten Schatz heranwuchs. Oh Gott, wirklich? Mein kleiner Valentine. Oh, da ist doch mal Valentine. Vielen Jahren, aber ich höre immer noch die Stimme meines Lords, der zu mir sagt: My Lady. My Lady. Und kann das sein, dass die Hintergrundgeräusche heute sehr stark mit aufgenommen werden? Entschuldige ich mich schon mal dafür, aber ich kann das Fenster leider nicht zumachen, sonst sterbe ich am Hitzetod. So nebenbei.
Okay. Das war das Finale von Lords and Ladies. Das Fazit von Lords and Ladies ist, alle sind tot. Der Alte hat die geschwängert. Und ja, das war's. Aber der Sohn müsste doch jetzt auch ein Lord sein, oder? Was machst du? Ich habe schon von Menschen gehört, die mit Büchern schmeißen, aber nicht welchen die ganzen Regale um sich werfen. Wo denn? Wo denn? Ja, wieder. Jetzt mal sind die Granaten weg, wenn man eine Zwischensequenz hatte. Huch! Huch! Was? Nein! Boah, fuck! Ich bin voll in der Falle, können wir nicht irgendwie abhauen? Was jetzt? Wir arbeiten uns tiefer in das Gebäude vor. Such nach Wurm oder Flat. Okay. Dürfen wir dann? Oh, ich hoffe, wir dürfen Monas Teil. Ich wollte gerade was erzählen! Arschlöcher. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, wir dürfen den Monas Part auch noch spielen. Das ist ja natürlich übelst cool. Speichern. Was ist das? Was? Hä? Ich helfe dir! Luna! Fuck! Mona? Mach weiter. Überprüfen wir den anderen Flügel. Okay. Sehr schick eingerichtet. Also jetzt nicht mehr ganz so schick, ne? Aber schon. Schon schick. Was ist das? Der hat er hier so ein Safe Room. Ein Panikbunker. Ja, war doch klar, dass du da stehst, mein Freund. Wer schmeißt ja mit Granaten um sich? Ja, mit einem Volltreffer, wa? Oh, fuck. Alter, was hat der Vlad hier für ein Anwesen, ey? Unglaublich. War das nicht Vlad? Ah, nee, es war nicht Vladimir, der uns damals in seinem Restaurant töten wollte. Das war jemand anders. Ah, okay. Wurden und das Gold sind im Panic Room. Jetzt müssen wir nur noch da rein. Nur keine Eile. Die können ja nicht weglaufen. Die Sprengladungen sind angebracht, Sir. Wir machen einen wunderbaren Abgang. Wurdens Leibwächter waren zu Vlad übergelaufen. Wir hatten immer noch Zeit. Sie hatten ihn noch nicht erreicht. Der Panic Room war im hinteren Teil des Gebäudes. Er will das Haus in die Luft jagen, wo der drin ist? Mona war immer noch dran. Ah, die Gute gibt nicht so schnell auf hier. Okay, ja. Können wir sehen, wo wir sind? Was? Ganz ja. Der hat aber viele Fernseher. Das
atemberaubende Finale in unserem Zurück an den Absender Marathon. Die letzte Folge von Adresse unbekannt. Oh ja.